Servus miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben jetzt eigentlich einen Quest. Ihr seht auch unten, seht ihr das? Ja, ein bisschen. Ich mache gerade eine Vorbereitung, dass wir unsere Falle vielleicht schon mal vorbereiten. Weiß ich noch nicht. Wir haben einen Quest. Wir könnten den doch, wir gehen den einfach an. Wenn wir dann noch Zeit haben, dann machen wir unser Nebengebäude mal fertig. Dann machen wir das mal, nicht fertig, dann machen wir das mal frei von Zombies. Ich glaube, so ein Friseur könnte auf jeden Fall gut duftende Zombies drin haben. Ich habe jetzt aber schon gesehen, dass der Quest genau gegenüber von dem Haus ist, das immer uns Probleme macht, das immer verschwindet. Aber ist das schon? Schon, ne? Boah, jetzt ist gerade was da. Ich habe gedacht, es gibt keine Probleme, jetzt ist es wieder weg, jetzt ist es wieder da. Ja, mal schauen. Haben wir schon irgendwie hinbekommen, hoffe ich. Wir sind ja geübt in Teleportieren jetzt. So, was müssen wir machen? Vorräte zurückbringen. Okay. Die Eisele Residenz. Okay, da ist jetzt nicht viel los. Ich glaube, die. War das? Kommt mir auch schon wie bekannt vor. Schauen wir mal. Das sind auf jeden Fall oben die Vorräte. Wo? Ein Kochtopf. Und wieder zu. Ordentlich sind wir ja. Den oben, ne? Ja, weiterhin. So. Da haut schon wieder jemand rum. Bücher haben wir gesagt, nehmen wir immer mit. Ich bin noch kaum in dem Laden hier drin, ne? Haut schon wieder jemand rum. Kann das sein? Alles mit der Küche auch geklärt. Halt. Der war schon. Der auch. So, nehme ich dich noch mit? Komm, wir brauchen dich, glaube ich, noch. Wir brauchen noch ein bisschen was von dir. Später müssen wir das anbauen können. Das ist cool. Mach jetzt hier ein bisschen schneller. Das ist ja Level 1. Dürfen wir nicht vergessen. Immerhin, ein Mod. So, dann schnell wieder hoch. Ja, wenn du einen Helm aufhast, dann geht das natürlich nicht so gut. Ja, doch, das kennen wir schon. Kennen wir schon. So, da hinten müssen wir außenrum, ne? Aha. Gab es einen Geier? War das nicht da, wo es einen Geier gab? Ich dachte noch, Mensch, du, auf der Höhe eigentlich total selten. Sehe ich keinen. So, und dann haben wir. Genau, und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt da hochgehe oder nicht. Dann sind wir da entlang. Ah ja, jetzt kommt wieder alles. Irgendwo habe ich welche aufgeschreckt. Oh Gott, das ist ganz falsch. Ja, ja, die hauen jetzt sich da unten durch. Ich nehme jetzt auch mal mit. Da dürfte ja schon wieder der Raum sein, ja. Der Raum der Räume. Und ein Level up. Ich sehe immer unten das Zeichen anscheinend, wenn es immer auftaucht, dann habe ich dieses eine Fähigkeit 10% mehr Schaden in dem Moment genutzt. Die bloß aufbauen, aufpassen, dass sie mit dir nicht in den Rücken fallen. Aber was ist da jetzt? Warte mal. Wo war jetzt das Ding? Hier. Ganz offensichtlich. Okay. Zurück können wir nicht. Das heißt, wir... Doch, können wir aber. Das heißt... Wir sagen jetzt mal kurz da noch Hallo. Was ist das? Strahlungsentfernung. Ach ja, den habe ich nie genutzt. Oder vielleicht mal ausprobiert, aber so richtig genutzt habe ich den nie. In der Gegend war ich jetzt, glaube ich, auch nicht so gern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe den genutzt doch. Aber eben, wie gesagt, nur ausprobiert. Weil die Gegend, die man gehen muss, um den halt wirklich zu benötigen, die ist nicht schön. Ist gar nicht schön. Oh, aufpassen. So, zurück geht's ja nicht.
gehen jetzt halt wieder zu uns. Oh, hast du noch was? Ah. Aber dann nehmen wir die noch mit, wenn wir sie schon aufgescheucht haben. Gut. Oh, noch einer. Essen wir erstmal was. Macht ja Hunger, ne? Sowas hier. Was ist denn los hier? War doch jetzt auf der Herreise nicht? Ist jetzt wieder gut? Was haben wir denn selbst gemacht? Das ist nichts, ne? Das. Chili ist jetzt auch nicht so heftigste. Machen wir das uns auch rein. So. Was war das eigentlich? Steht gar nichts dran, ne? Sieht da ein bisschen wie ein Bollwerk aus. Super Savage Country. Ist das ein Store? Ist das so ein Postzentrum? Wäre das interessant. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir unsere Bude hier sauber bekommen. Jedenfalls die Nachbarbude. Da ist noch nichts gewachsen. Weiß nicht, ob ich das zu nah dran gebaut habe. Ach, das wird schon passen. So, hallo. Habt ihr noch einen Termin zum Rasieren? Hau ich alle weg? Nein? Oh, die Stühle sogar schön in den passenden Pink. Friseurladen. Wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe oder ob der neu ist. So. Du bist keiner. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Vielleicht ist auch bloß ein Redesign. Und deswegen kommt es mir nicht bekannt vor. Mal gucken, ob man hier was Spezielles finden. Weil wenn es jetzt doch wieder ein paar neue Läden gibt, dann heißt es ja, es gibt vielleicht auch wieder spezielle Sachen, die man nur hier findet oder eher hier als woanders. Ja? Also, ja, Shotgun Messiah, Waffen und so weiter. Ein Friseur wüsste jetzt nicht. Vielleicht wirklich rasierbar. Ich weiß es nicht. Gucken, was sie sich einfallen lassen haben. So. Das war... Nee. Warten. Sau ruhig hier drin auf ihn. Oh. Nein. Klopapier haben wir wieder. Nix, auch nix. Sehr unspektakulär bis jetzt. Tasche. Wasser. Okay. Ich glaube, die Dinger müsste ich immer abbauen, ne? Aber mit einem anderen Werkzeug, glaube ich. Ah, ist okay. Augenbauband. Okay. Da flackert's. Na, vielleicht ist da doch noch was. Das ist nur Wäsche, ja. Was war das? Das war alles Mögliche wieder. Aber das ist auch ganz gut. Wir haben ja noch Zeit, ne? Wir haben jetzt dann... Ja, der macht jetzt in 3 Stunden auf. Jetzt ist der Friseur ein bisschen unspektakulär, aber schön, dass ich mal was Neues sehe. Ne, war ich selber. Aha. War das nicht gerade was? Okay. Da ist sogar noch... Okay, ja klar. Okay, gut. Okay, ja. Dich hat es jetzt blöd erwischt. Das stimmt. Das sehe ich jetzt auch. Leute, ist doch nichts. Warum ist denn da jetzt so... Hat so eine Spannung aufgebaut, ne? Ob jetzt hier noch was passiert. Achso, und dann komme ich halt da hoch, ja. So, dann wäre das vielleicht ein einfacher Eingang und Einstieg ins Nebengebäude, wo ich jetzt drinnen bin, gewesen. Weil die anderen Türen, die waren ja alle, die sind ja, die kann man ja nicht aufhauen. Man könnte sich dann hoch blocken, das geht ja, wie ich sie gemacht habe. Ansonsten würde man hier ohne Probleme durchkommen erst einmal. Oben ein paar Geier dann, die jetzt irgendwie weg sind. Ja, das wäre der richtige Weg gewesen. Okay, weiß ich das jetzt auch.
Hat wieder ein Geier genestet. Genistet. Nestet. Nö. Nee. Geier weg. Es waren 4, 5 Geier. Ja, 5. Es waren 10. Es waren 10 Geier. Wenn es nicht 100 waren. Auch cool. Also hier, boah, guck mal, hier ist sogar die Spiegelung mit drin vom Sonnenaufgang. Also vielleicht kann ich mir hier noch was überlegen. Also Hubschrauberlandeplatz, ne? Und ansonsten Solarpark. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Ach, der ist immer noch hier. Nehmen wir auf. Ob man die Kabel so weit runtergezogen bekommen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt die Solarpanels überhaupt schon gibt. Ich doch. Jetzt schon. Will jetzt aber nichts Falsches sagen. So, und hier wäre ja eigentlich. Na, warte mal, hier. Ah ja. Aber die Leiter ist ja eh, die brauche ich nicht abbauen, weil man da eh nicht hochkommt. Genau, die dürfen da auch nicht hochkommen. Weil vielleicht baue ich sie doch ab. Da haben sie Bock, das wegzuschlagen. Ja, dann müsste ich das einmal wegbauen, vielleicht. So, dann wäre hier die Schwachstelle scheißegal. Außer natürlich über die Rampe. Da müssen wir noch irgendwie einen Unterbrecher reinmachen für die Laufwege dann, für die Zombies. Falls ich mich mal irgendwie hier drin aufhalte. Und sonst muss ich jetzt mal verschauen, ob ich von innen wo und wie ich mich da durchschlage. So. Das müsste ich eigentlich auch nochmal versuchen. Hm. Da gibt es doch so einen Nebenraum. Der hier. Dann könnte ich mir noch aufmachen. Dann könnte ich hier einfach oben durch. Das ist eigentlich passen. Eigentlich. Sage ich jetzt so, ne? Am Ende ist richtig Quatsch. Hier ist so nur. Hier ist so nur. Hier mache ich mal einen Probebogen, sage ich mal. Dann schauen wir weiter. Siehst du aber, dich kann ich doch einfach aufhängen hier. Das ist nicht so. Geht gerade nicht. Ist so? Ja. Ich glaube, weil ich mich so beschwert habe, dass ich hier kein Licht habe, wenn es regnet. Mir ist gerade wieder eingefallen. Man konnte doch die Fackeln einfach wohin düben, oder? Ging das? Ah, tatsächlich, so ging's. Ja, super, da haben wir doch Licht. Drüber dann auch noch eine Fackel, oben auch. Passt. Okay, wie viel Uhr ist denn? Na ja, immer noch zu früh. Boah. Gehen wir trotzdem in Richtung, oder? Gehen wir Richtung Händler. Gehen wir einfach Richtung Händler. Vielleicht macht er früher auf, wenn wir schon mal an einem Tor kratzen. BBB. Essen. Sau wenig los auf einmal hier in der Stadt. Na, also ich habe jetzt ein paar Laufwege gehabt, ja. Und ein paar Zombies geplättet, aber die größeren Strecken, da habe ich nicht angehalten und habe da nochmal was platt gemacht. Trotzdem sind hier weniger. Komisch. Hier waren wir auch schon drin. Ja, stimmt. Okay, ja gut. Stimmt, da haben wir auch schon gebütet. Was ist das? Post Office. Ja, ja, das zweite. Bei uns gibt es ja nur ein wahres. Flaschen. Ach ja, stimmt. Hier. Der Baumarkt. Ja, der war ein bisschen arg. Damals jedenfalls. Ich so back. Bock drauf. Back. Drauf. Ja, Schulbus. Ja, das interessiert mich auch. Preschool. Was sie da. Es gibt ja keine Kinderzombies, aber was sie da gemacht haben, ist doch ein bisschen gruseliger geworden. Mal schauen. Da sind wir trotzdem zu früh. Was machen wir jetzt noch schnell? Private Parties. Da wollte ich auch so mal. Komm, dann gucken wir mal. Da schauen wir da mal ein Stück rein. Dann. Hallo? Gibt's hier noch was? Was, eine Krabbe? Nein? Bisschen? Sag mal, ist aber echt unhöflich hier alles. Keine Bedienung. Gleich auf VIP gehen. Gleich hier rauf. Unterirdische Bedienung, Kacke, alles abgeschlossen. Hier trübes Wasser. Keine Kunden. So cool. Cool. Oh, kann man die Blöcke auch selber machen?
Wäre jetzt nichts für uns, aber. Für eine doch, für eine Falle vielleicht wäre lustig. Soll das ein Ball sein? So, jetzt wird hier nicht mehr gespielt. Alles kaputt gemacht. Na? Okay, was ist das? Da bricht mal ein. Na? Also, ich hab Spaß. So, dann geht's halt hier raus. Ah, da wird doch wieder was losgehen. Wir werden mich doch nicht in die Tasche hinlegen und sagen, hier nehmen. Doch. Ist das Holz? Hä? Warum ist es so ruhig? Haben die Zombies ausgeschaltet? Nee, da waren ja welche. Ja, dann ist halt ruhig. Dann ist halt ruhig. Mir egal. Da ist nochmal Licht. Okay. Und der Seite geht es dann auch nie auf. Leute, jetzt könnt ihr endlich mal angreifen. Bin's echt. Irritiert. Als ob sie vergessen hätten zu laden. Okay. Ist ja ein Schlüsselbrett irgendwo? Hier mal, ach hier. Stimmt, finden. Im Biss war jetzt wenig Nahrung umgelegen. Jetzt hat auch der Händler wieder offen. Probier's nicht. Ist echt nicht. Was hat er denn? Ach so, ist das. Ja. Schon gut. Geh mal irgendwie hin. Okay. Aha. Ah, fast übersehen. Das ist ein Labyrinth ohne Ende. Jetzt sind wir noch in der Küche. Ich wollte eigentlich nur zum Händler. Ich wollte mir Zeit vertreiben. Jetzt. Oh, das sieht aber fesch aus. Jetzt ist es halt so, dass ich es jetzt geschafft habe, hier durchzukommen. Einfach der Nase nach. Jetzt hänge ich hier ab, wo ich gar nicht hier sein wollte. Naja. Mal halt wieder. Jetzt haben wir wirklich, oder? Können wir die nächsten Küchen mal auslassen, glaube ich. Als Tribut, dass wir hier Zeit verschwendet haben. Verplempert. So. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hab keine Ahnung. Wie abgeht. Spiel hat mich vergessen. Hab zu viel geschimpft. So schnell. Erde zusammen und Lehm halt. So, dann sind wir wieder da. Nee, das ist anders. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Oh, da könnte eine Schlange sein. Terrarium. Was ist ein Hinweis darüber? Darauf? Dass so ein Giftzahn rumhängt. Abhängt. Okay. Keine Zombies. Nix. Null. Keine Gegner. Schwierigkeitsgrad 3. Irgendwas stimmt nicht.
Nein. Verdammt. Naja. Jetzt muss ich nochmal skillen. Ich muss jetzt doch mal auf Dietrich gehen. Ja, wir hatten ein Level up. Mach ich das doch mal. Sind zwar nicht so die Hammer-Sachen dabei, ne? Jetzt trinke ich mal, bevor ich hier, ne? So, war das? Besser knacken. Komm, kriegst du einmal auf Einbrecher. Versuchen wir es gleich nochmal. Das sind wirklich jetzt nicht die Hammerteile. Also in solchen Kisten nicht. Es gibt große Tresore, da kann man es mal machen. Aber grundsätzlich habe ich selten da jetzt was rausgeholt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt aber. Jetzt hat es sich aber gelohnt. Also vielleicht lag es an der Skillung auch bei mir. Kann auch sein. Da noch ein bisschen was anderes hätte skillen müssen. Nicht nur das Aufbrechen, sondern auch das Glück. So Schatzsuche oder so gibt es ja. Da jetzt noch? Nix, da ist jetzt nichts mehr. Komm, geht's raus. Da ist jetzt nichts mehr, da ist nichts mehr. Es ist alles cool. Oben ist es jetzt egal. Habe ich mein Fahrrad stehen? Habe ich es mitgenommen? Bin ohne Fahrrad her, ne? Bin ohne Fahrrad. Ich bin ohne Fahrrad her, oder? Dann stehen lassen oder habe ich es mitgenommen? Nimm doch mein Fahrrad mit, oder? Leute, was habe ich jetzt wieder gemacht? Bin ich wirklich ohne Fahrrad einfach losgelaufen? Ohne Mist? Ich habe gedacht, ihr habt es wenigstens mit eingepackt. Steht da jemand? Aber hier, ne? Ach, da. Da vorne, okay. Bin schon, jetzt hört's auf. So, schneide ich raus. Wo ist es denn jetzt? Da vorne stand jetzt ein Zombie, komischerweise. Egal. So, Leute, haben wir noch Zeit? Bisschen haben wir noch. Bisschen haben wir, fangen wir noch den nächsten an, oder? Die Platz haben wir nicht, aber es geht schon. So, pass auf, jetzt erstmal so. Alles reparieren, was geht. So, dann hauen wir uns da nochmal ein Getränk rein. Dann haben wir hier verbessert Sprengstoff. Brotfinnenfertigung, Fallenfertigung, super. Oh, modifizierte Ausrüstung. Gegenstand, Halbautomatikmod, schön. Handwerksfertigkeiten, Fahrzeugfertigkeiten, Fell von Robotik. Arbeitsstation, aha, zweimal, schön. So, ein bisschen was verkaufen müssen jetzt auch mal gleich. Knibbeln. Wobei, das kann ich auch auf besser Speere. Nahrung, 2 mal 3, 4, 5, was auch immer. Das ist. Nee, noch nicht. So, den Helm müssen wir eigentlich schon verkaufen. Mod hier, Kältewiderstand, Hitzewiderstand. Brauche ich gerade nicht, aber könnte man mal zur Sicherheit reinmachen, damit ich es nicht irgendwo verschlamper. Natürlich habe ich auch vergessen, den Schlafsack wieder hinzustellen. So, Bauplan einziehbar. Was? Gießpulver, Molotow-Cocktail. Für die Horde? Warum nicht, ne? Ja. So, ich sage, was ist nahe dran? Wir dürfen nicht in die Burgunder-Residenz. Einfach nur abholen, das wird, könnten wir noch schaffen. Barbarossa oder Burgunder? Irgendwas. War es Barbarossa, ne? Alles klar, dann jetzt bin ich mir sicher. Beseitige Zombies. Passen Gas. Mal lange machen. Machen wir das noch schnell. Dann dürfte man ziemlich nahe dran sein an unserer nächsten höherstufigen Quest. Ist das so? Sieht so krass aus. Da schlurft einer. Der Schlurfi. Das ist ein Schuhladen. Das Lurchi Schlurfi. Naja, wenn es raus muss, oder, Leute? Wenn es raus muss, dann ist es halt so. Heißen Gäste, ziemlich klein, sehr schön. Vielleicht noch unterirdisch, aber mal gucken. Los geht's. Alles säubern? Ja, okay. Prädestiniert dafür, Benzin zu finden. Brauchen wir später auch ziemlich viel davon. Komm, hol mir irgendwas rein. Ist mir jetzt auch überrascht. Dann Dose, weiß jetzt ich. Aha, Klebeband, sehr schön. Dann könnten wir, da geht's aber. So, anfangen. Bist du dazu?
das eigentlich für ein Bohrturm hier? So, dich kann ich nicht nochmal looten, komischerweise. Oh, das geht auch nicht. Hallo, hier bedient wenigstens jemand. Schon mal gut. Da geht nichts. Da, wir müssen ja jeden finden. Also guck mal blöd überall rein. Farbe, rote Farbe. Wir könnten uns ein rotes Fahrrad machen. Bin dann schneller, wenn es rot ist. Hallo? Hey, kannst du vielleicht was sagen beim Aufstehen? Sag doch auch guten Morgen, wenn ich sehe. Oh ja. Oh, da. Ah, der Typ. Soll ich mal aufmachen? Könnte es auch Hunde geben. Okay. Habt das unten gemütlich gehabt, ne? Und jetzt müsst ihr hoch. Na, da steht so einer, der piekt nur. Fix? Können wir auch einen Quest machen? Nee. Ach ja. Aber ich bin jetzt einfach zufrieden. Ich bin ja heute ein bisschen entspannter. Das Spiel läuft wieder. Ich bin einfach zufrieden, dass wir es so machen können. Bin glücklich. Schon viele Ideen, wie wir jetzt weitermachen. Mit unserer Bude. Warte jetzt aber explizit mal drauf, dass wir... Warum ist da... dass ich mehr Sachen bauen kann. Oder mehr Möglichkeiten habe. Ich verstehe gerade nicht, warum das da... Weil sonst nützt es uns alles nichts, ne? Also... Server in Schwäche. Das nützt uns einfach nichts, wenn wir jetzt schon wieder anfangen oder ich ankündige, wir machen das und das und es ging früher, jetzt geht es einfach nicht mehr. Ja, durch das Update ist es halt einfach alles anders. Hallo. Oh, hier schön. Hast du schön ausgesucht hier eigentlich? Ja. So, also Leute, gehen wir noch zusammen ab. Warte mal. Wir haben doch... Ich wollte gar nicht reparieren. Scheiße. Wie geht denn das? Waren öffnen. Öffnen? Machen wir öffnen. Wir haben doch jetzt die rote Farbe. Das ist ja ein richtig ausgeblichenes Rot, oder? Boah, weiß ich jetzt nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Nee. Nee, oder? Ist nicht meine Farbe. Rot allgemein nicht. Der Fahrzeug. Jetzt fährst du es in der Runde so. Sieht halt alles aus wie ein Kinderfahrrad. So. Also auf und wieder zu. So, Henk. Direkt. Was sagst du? Bin schon wieder da. Viel zu einfach. Make it snappy. I gotta take a crap. Ah. So, Klebeband, Auslöser, schon wieder sowas. Sucker. Bauplan, brennender Schaftmod. Ja. Ja, ich gern. So, wie sieht's sonst so aus? Aufgabenmäßig? Vorräte? Ah, ja, okay. Also gut, Leute. Vergrabene Vorräte. Na. Auf damit. Sind jetzt halt. So, Rosalind. Nächste Folge machen wir da weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.